Moin, moin und willkommen zurück bei Sarah Mal. Ich bin Sarah, das ist der Basti. Diese Liste ist nur einmal im Jahr. Wir fangen schon mal mit so einem Cringe an. Das ist ja furchtbar, aber lustigerweise habe ich das auch immer gedacht. Und es geht um schöne Spiele, die einmal im Jahr schön sind und dann aber bitte auch nicht mehr. Weil einmal im Jahr ist richtig cool, aber dann kann das Spiel auch gerne wieder 365 Tage im Regal stehen bleiben. Okay, was machst du Ja, jetzt? ja, ja. Und ja, das ist auch vielleicht so eine Sache von der Wiederspielbarkeit. Manche Sachen sind auch nicht unbedingt so wiederspielbar, dass man sagt, einmal im Jahr, dann ist das immer ganz gut. Dann hat man die Mechaniken einmal gesehen und die immer wieder gleiche Na. Abfolge von Aktionen, bis man es ja wieder vergessen hat, weil man ist ja alt und vergesslich. Dann fangen wir mal gleich an mit deinem einmal im Jahr. Einmal im Jahr? Was machen wir denn einmal im Jahr? Oh ja, das spielen wir sogar noch nicht mal einmal im Jahr. Das spielen wir vielleicht einmal im halben Jahrzehnt. Wir müssten es Spannend. eigentlich öfter spielen, aber Ich einmal denke, im wir haben Jahr? ein Crossover. Einmal im Jahr würde mir eigentlich auch reichen und das ist eins der Top 100 Spiele bei Board Game Geek. Ich glaube, da habe ich mehrere von. Terra Mystica. Terra Mystica. Okay, ich habe jetzt was anderes gedacht, tatsächlich. Oh, nee, Terra Mystica eigentlich so eins der großen Euros. Wenn man halt irgendwo in so einem Brettspielwochenende so irgendwo so. Terra Mystica, dann alle so, oh, Terra Mystica, ist halt so aus der Zeit, bevor so die ganzen großen modernen Namen kamen, so von den ganzen Eurogames hier, so, nennt man großen Namen. Terraforming Mars? Ja, so die, genau, das ist noch eins aus der älteren Riege auf jeden Fall. Brass? Brass, genau, das ist halt noch so, wo man heute halt so, Brass, Terraforming Mars, ist halt früher Terra Mystica. Es wurde dann später nochmal neu aufgelegt als Gaia Project. Und wir haben halt Terra Mystica, die alte Fantasy-Variante, wo man halt ein Fantasy-Volk ist, das halt, ja, weiß nicht, diese Fantasy-Welt terraformt und man versucht halt irgendwie Gebäude und Straßen und so hinzubauen, um halt euromäßig Punkte abzufarmen. Weil Punkte ist halt das, was man immer machen will. Und das macht grundsätzlich auch Spaß. Aber ich denke mir immer so nach einem Spiel, ja, ich muss das jetzt nicht jede Woche spielen. Vielleicht einmal im Jahr. Gut, wir kommen noch nicht mal auf einmal im Jahr, weil wir mittlerweile auch diese moderneren Euros haben, die wir halt eher spielen. Aber Terra Mystica immer noch bei uns in der Sammlung und eigentlich auch so ein Evergreen ist nicht ausgezogen, wie so zum Beispiel ein Caverna. Aber auch nicht großartig nachgefragt. Aber wenn wir es spielen würden, würde mir einmal im Jahr definitiv reichen. Ja, es hat auf jeden Fall seine Staying Power, ist auch eins der Sachen, obwohl wir das nur einmal im Jahr spielen, das kann ich sofort erklären. Also da Ja. muss ich nicht irgendwie groß ins Regelbuch gucken, das ist alles auch, wenn man das mal gelernt hat, ich weiß noch, wie ich das damals über mehrere Tage gelernt habe, weil damals war das schon super Wo man noch involved. nicht die ganzen Mechaniken kannte, die man heute Genau. so, okay, das ist die Mechanik, die Mechanik, die Und Mechanik gelernt. bis ich das dann mal durch hatte und ja, aber so ist es halt relativ cool, dass man das wirklich. Also du kannst aus dem Regal ziehen, ich könnte es dir immer noch erklären, bist du vielleicht beim Startaufbau, muss man ja immer mal ein bisschen Ja. schauen, aber ansonsten könnte ich es dir mal erklären. Aber ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ich würde unbedingt mal gerne Gaia Project spielen, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, um halt zu gucken, wenn manche sagen, Gaia Project ist viel besser als das, manche sagen, Terra Mystica ist aber besser als Mehrspieler, um das halt mal so direkt zu vergleichen, weil eigentlich ist ja Space-Thema für uns noch cooler als Ja, Fantasy. vor allem ist das Terraform da irgendwie auch cooler, weil du fliegst halt Ja. irgendwie zu Planeten und terraformst die halt, Und damit dein Volk darauf besser leben kann. Terra Mystica ist auch immer noch so ein bisschen in diesem, ich sag jetzt mal, alten deutschen Artstyle, den ich so ein bisschen ugly finde, so wie Quacksalber Ja, und die Figuren Orléans, so sind nicht ganz so dieses schön. Bubbelige so. Und Bubbelig. ja, aber richtig, richtig cooles Teil. Aber Ja. ja, stimme ich dir zu, einmal im Jahr reicht dann auch wieder völlig. Macht dann halt auch immer wieder Bock, aber es ist dann auch wieder schön, wenn es dann wieder ranreifen kann. Ja, richtig. Ja, da sind wir uns auch einig. Überrascht. Einmal im Jahr, den Titel, den ich jetzt sagte, der kommt. Es ist sozusagen der große Alte der Brettspiel-Bubble. Du hast von der Edition auch alle Erweiterungen. Die Edition ist auch schon out of print. Es gibt jetzt inzwischen eine neuere. Man braucht immer Leute, die dazu Bock haben. Und wenn wir mal sagen, wir wollen dieses Spiel spielen, haben immer alle Bock. Ich Und bevor wir weiß es dann immer welches, ja. spielen, sagen immer alle Leute ab, weil man muss einen ganzen Tag rein Ja, investieren. Und es ja. ist Twilight Imperium oder bei uns gesagt Twilight Imperium 3. Richtig cooles Spiel. Wenn man dann mal die Gruppe zusammen hat, ist es auch richtig episch. Es kann so viele coole verschiedene Sachen passieren, aber es dauert halt seine Zeit. Das heißt, man muss sich immer für dieses eine Spiel verabreden. Es ist jetzt nicht, wo man dann sagt, so, was spielen wir denn heute Abend? Wollen wir mal Twilight Imperium spielen? So nach dem Essen, so, wir haben noch 2 Stunden Zeit, lass mal Twilight Genau, das Imperium heißt, da ballern. man verabredet sich genau für dieses Spiel und
dann springen wieder alle ab. So. Ja. Und dann ist es halt wieder so, ja, gut. Oh, ich muss noch einkaufen. Also so vier Leute sollte man schon haben. Es ist sogar noch cooler, wenn man noch mehr Leute hat. Und deswegen kommt es halt viel zu selten halt auch auf den Tisch. Aber wenn man es auf dem Tisch hat, dann ist es auch wieder gut, wenn es wieder ranreift. Ich müsste jetzt auch nicht jede Woche Twilight Imperium spielen. Nee, dafür haben wir auch andere Spiele, die das in Ähnliches in kürzerer Zeit machen. Ich will jetzt nicht Eclipse sagen, weil Eclipse geht dann doch mehr so in die Euro-Richtung und macht nicht diese große epische Space Opera auf, wie das halt Twilight Imperium macht. Aber Twilight Imperium ist halt auch so eins von den Spielen, da flüstert man halt so in Brettspielgassen drüber. Hey, hast du schon mal Twilight Imperium gespielt? Was? 12 Stunden? Boah, episch! Und es ist halt auch so ein bisschen schade, an so einem Brettspielwochenende würde man das wahrscheinlich auch mal gespielt bekommen, aber dann will man auch nicht wieder diesen einen Tag da rein investieren, weil da möchte man ja verschiedene Sachen durchprobieren. Deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig. Und man will natürlich auch die Spieler, dass sie am Ball bleiben. Wenn du sowieso schon so ein langes Spiel spielst und dann hast du vielleicht so ein Brettspielwochenende, wo dann noch Leute vorbeikommen, man redet auch ein bisschen was, einer will vielleicht noch irgendwie mal dahin, einer will vielleicht noch mal dorthin, man muss zwischendurch noch essen. Furchtbar, warum müsst ihr essen? Könnt ihr nicht eure Kraft einfach aus dem Spiel saugen? Nein, aber es ist wirklich cool. Ich habe es halt auch schon ein paar Mal wirklich in größerer Runde gespielt. Es macht mega Spaß. Wir haben jetzt nicht auf die neue Variante, also auf die neue Edition gewechselt, weil so oft spielen wir es nun auch wieder nicht, dass ich das gewohnt hatte. Wir haben halt von 3 auch einfach alles, weil bei 4 haben sie ja wieder eine Menge rausgenommen, dass sie jetzt mit Erweiterung wieder reinbringen, wo auch sagen, so, ja, wir haben es doch halt aber. Wir haben es dann natürlich in Englisch. Ne? Die neue Edition gibt es halt auch in Deutsch. Das vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Stolperstein, obwohl das Englisch halt wirklich auch nicht kompliziert ist und eigentlich auch nicht so. Das ist nicht das Schlimmste der Spiele, was wie es so. Dass Sachen in Englisch sind, die so unglaublich geheim sind, die dann so. Ja, super, ich glaube, die Komplexität kommt dann eher aus den Technologien, die man erforschen kann. Da gibt es halt sehr viele. Da gibt es richtige Technologiebäume, die dann hinten in den Anleitungen drin sind, was man erforschen muss, um wohin zu kommen und so. Das macht schon immer sehr viel Spaß. Es ist halt wirklich einfach so ein riesen episches Ding. Vielleicht soll ich da die Liste umbenennen und sagen, dieses Spiel möchte ich einmal im Jahr spielen. Weil es reicht dann zwar auch das eine Mal im Jahr, aber das eine Mal im Jahr würde ich es auch halt gerne spielen, aber dazu braucht man halt auch Leute, die dazu halt Bock haben und wie gesagt diesen einen Tag opfern. Und dann ist halt doch so vorher, dass dann immer so am Anfang, wie gesagt, hat man immer ganz viele und dann twickelt es immer langsam raus. Wir hatten die Situation gerade. Sarah hat halt ein Event gemacht, viele Leute haben gesagt, mega Bock drauf und dann am Ende saßen wir dann doch zu dritt und haben andere Spiele gespielt. Nee, wir waren nur noch zu zweit. Oh Gott. Ja. Da habe ich mir den dritten eingebildet. Und dann haben wir was anderes gespielt. Dann haben wir nochmal einen anderen Tag gemacht. Dann. Mein nächstes Spiel sind sogar zwei Spiele. Das ist so ein Zweigestirn, kann man eigentlich so in einem Satz nennen. Und zwar reicht mir das, wenn wir die einmal im Jahr spielen, weil wir mittlerweile auch einfach Spiele haben, die es besser machen. Und zwar ist das Dinosaur Island und Dinosaur World. Wir haben beide. Wir haben, weil eigentlich alles, was mit Sauriern ist, haben wir eigentlich, weil Sarah ist Riesensaurier-Fan. Ist ja auch nichts Schlimmes. Ich habe damals als Kind irgendwelche Museen angeschrieben, weil ich auch voll im Saurierfieber war und ich mag Saurier-Spiele genauso. Aber wir spielen halt lieber heutzutage Dinogenics. Ist einfach das beste Spiel aus dieser ganzen Saurier-Charge. Und Dinosaur Island und World machen halt nicht viel falsch. Aber ich finde die halt immer so ein bisschen glatt gebügelt. Weil Dinosaur Island ist für mich so ein bisschen mehr so ein, hat nicht viel mit Sauriern zu tun. Das ist ein Parksimulator. Ja, genau. Und Dinosaur World ist halt so ein Autofahrsimulator. Ja, da hat man auch viel Streckenplanung. Ja, aber hat beides nicht viel mit Sauriern zu tun. Und ich möchte halt, wenn ich ein Spiel spiele, wo Saurier mit im Titel ist, möchte ich halt auch diese Saurier haben. Die habe ich halt mehr bei Dinogenics. Trotzdem machen mir die Spiele Spaß. Ich bin jetzt auch eigentlich grundsätzlich Fan vom Design der Spiele. Ich mag das Design von Dinosaur Island, auch wenn es halt super bunt und peppig ist. Ich komme aber auch einfach aus den 80ern. Für uns könnte es ein bisschen weniger pink sein, tatsächlich. Ja, okay, das gebe ich. Aber wie cool sind diese Slapbands, die man sich um den Arm macht. Aber die tun weh nach einer Zeit, weil Slapbands anscheinend nur für kleine Kinder hergestellt werden und Erwachsene haben dann immer so dieses, ich will nicht mehr Startspieler sein. Wenn man dann halt den neuen Startspieler wählt, dann immer Slap-Arm. Und dann ist dann die Hand schon ganz blau, weil die Blutzufuhr abgeschlossen wird. Sind beide gut, die Spiele. Also will ich gar nicht sagen, dass ich die irgendwie nicht gerne spiele, aber es reicht mir wirklich einmal im Jahr und dann spiele ich lieber dreimal mehr Dinogenics. Ja, kann man nichts zu sagen, passt so. Und wenn Sarah schon Saurier-Spiele hinten anstellt, dann muss das schon was heißen. Ja, es ist halt dann doch eher Genix, wie du schon sagst. Mein zweiter Titel ist eben schon genannt worden. Oh. Es ist episch und in Space. Oh. Und es ist das, wo früher gesagt wurde, das ist Twilight Imperium Light, was es absolut nicht ist, weil absolut gelogen war. Es ist Eclipse. Ja. Und zwar, wir haben die erste Edition, ich würde die zweite Edition auch gerne mal spielen wollen. Haben wir auch immer auf so unserer Wishlist drin und Basti streicht irgendwas rum. Nein, machen wir weiter.
Wir haben das eine Zeit lang, weil wir einen Kumpel haben, der das wirklich sehr, sehr gerne spielt, haben wir das mal dreimal, viermal im Jahr gespielt. Und das war zu viel einfach. Also dann hat es auch irgendwie nicht mehr so Spaß gemacht. Das war dann halt wirklich so dieses so, ja, kann man machen. Es spielt sich dann auch relativ schnell, was ganz nice ist. Aber irgendwie hat was dann weniger cool. Es ist halt cool, wenn man es einmal Haben wir schon spielt. gesagt, dass wir nur die erste Edition haben? Ja. Gut, sehr gut. Das habe ich nämlich gerade nicht gehört, als ich durchgestrichen habe, weil wir wissen nicht, was sich in der zweiten Edition geändert hat, was das, was wir vielleicht nicht ganz so dran mögen, dann sich geändert hätte. Ja, naja, nicht so dran. Ich finde halt einfach, ist für einmal im Jahr ist es ein, halt ein richtig cooles Event, dann Ja. möglichst auch mit vielen Spielern. Ja. In, vielleicht fünf, sechs ist, glaube ich, schon ein bisschen viel. Also nicht, wenn man diese zwei Marke hat, das ist ein bisschen zu viel, wenn Ja. man zwei gleichzeitige Spieler hat. Aber das ist halt wirklich auch so ein Ding. Das ist halt das Space Euro Ja, mit es ist sehr Euro. Erforschen und sonst was. Aber ich finde, es bietet eigentlich nur für einmal im Jahr halt so, zu so einer richtig coolen Runde. Darüber hinaus wird es dann doch irgendwie, dass man dann denkt so, ja gut, der Simon, der geht jetzt doch wieder auf die Raketen und der Basti macht halt doch wieder das und doch wieder Und es dies. ist halt auch so ein bisschen so ein bröckeliges Gerüst, weil es halt auch viel mit Glück zu tun hat. Weil man hat ja dann diese Raumschiffe, die man bekämpft, hat man am Anfang einen guten Start, dann hat Kann man man, gleich kommt man rausprügeln, gut ja. aus dem, also ins Rennen. Aber man kann auch sein, dass man umstellt ist und dann kommt man gar nicht Genau, da hat raus. man richtig Pech und dann hat man auch wenig Ja. Chancen, um noch nachher um den Sieg mitzuspielen. Findet man gute Technologien, weil diese Technologieplättchen, die man halt findet, die können halt einfach super mega gut sein. Wir haben auch schon welche aussortiert, weil wir die einfach broken fanden. Es kann aber halt auch sein, dass es genau das richtige Plättchen ist im richtigen Moment. Auch allein die Systeme, die du findest. Ja. Ne, da hat einer irgendwie ein leeres System und einer hat halt eins, wo er drei Planeten besiedeln kann. Ne? Also es ist halt richtig Es ist halt, krass. das ist eine von den Geschichten, die wir immer gerne erzählen zu Eclipse, ist halt das Spiel, wo Sarah nur einen Raumschiff-Typus Braucht kennt. nur Dreadnoughts. Sarah braucht nur die Dreadnoughts. Das sind die größten, diese riesigen Kampfraumschiffe. Also sie baut keine Jäger, sie baut keine Cruiser, sie baut keine, was es da immer noch gibt. Sie baut nur die größten Schiffe, knallt die voll bis vorne hin. Sie greift aber auch nicht an. Ich. Aber. Sarah sitzt nur auf Abschreckung. Und Sa das heißt, diese mega krass aufgerüsteten, bis an die Zähne bewaffneten Dreadnoughts simpeln halt so rum. Aber in dem Moment, wo du mich angreifst, dann wirst du leiden bis zum Ende des Spiels. Und wenn ich dich vom Spielbrett runterprügel und dich komplett auslösche, weil auch das ist bei diesem Spiel möglich, wenn man mich ärgert. Und das ist schon so dieses Flüstern in der Also wenn Nacht, man schon so sieht, wie wegen. Sarahs riesige, schwer bewaffneten Space-Wale dann so durchs Weltraum dümpeln, dann möchte man schon in eine andere Richtung gehen, weil man weiß halt, in dem Moment, wo man denen auf die Flosse tritt, dann fahren sich noch mehr Kanonen aus und dann ist man halt Dann durchlöchert. Das ist ist dann einfach so von so. wegen so, ah, jetzt geht es los. Du wirst vernichtet Sarah holt dann schon werden. mal die ganzen Würfel. Jetzt wird Wenn dann gekämpft. schon die Shotgun durchgeladen wird an der Seite vom Tisch. Nee, also ist schon ein cooles Spiel, ist auch eins von meinen liebsten Messespielerlebnissen, weil ich mir das halt auf der Spiel damals geholt habe. Da habe ich mich ewig und irre drauf gefreut. Deswegen habe ich auch nie darüber nachgedacht, auf die zweite Edition zu wechseln, weil einfach so viel von meinem Brettspielherz in dieser Box steckt. Wir haben auch alle Expansions. Wir spielen damit nur nie, weil wir es halt nur so selten spielen und dann hat man immer keine Lust, die ganzen Regeln zu Wir lernen. waren auch Playtester immer für die ganzen Erweiterungen mit drin. Ja. Wir hatten immer schon die ganzen Erweiterungsmodule vorher. Obwohl man natürlich sagen muss, bei ersten Editionen haben sie dann ein bisschen zu viel erweitert teilweise. Dass man Ja. schon sagen kann, so, ah, das ist alles nicht so Ist nice. alles ein bisschen hackelig immer. Und auch das Artwork ist ein bisschen komisch. Aber ich mag auch die ganzen Systeme, dass wenn man mehr Planeten kontrolliert, dass man auch mehr bezahlen muss. Dieses Ja. ganze Ökonomiesystem Deswegen, drumherum. ich sage, es ist ein richtig cooles Spiel, aber einmal im Jahr und dann ist gut. Ja. Weil sonst spielt es sich halt ein bisschen ab. Finde ich auch. Wenn dann Sarah mit ihrer Dreadnought-Flotte kommt, ich neige ja auch dazu, das funktioniert für mich gut, das weiß ich, ich mache das immer wieder. Und das funktioniert halt gut, wenn man das einmal im Jahr spielt, aber wenn man es immer wieder spielt und jeder geht dann halt auch schon auf seine Position, die er so durchhält, dann Ja, ist es halt. es ist einfach so. Wir haben das öfters mal in Listen, dass wir dann von Freunden gefragt werden, mit denen wir Brettspiele spielen, welches Spiel von mir hast du heute wieder fertig gemacht? Jetzt habe ich einen Punkt, da kann ich gleich zwei Freunden vor den Kopf Oh stoßen. nein. Ich habe nämlich jetzt wieder so eine Doppelnennung, weil eine Nennung reicht mir nicht. Und zwar sind das Cheater. Puerto Rico und Orléans. Ich bin kein großer graue Städte-Euro-Fan oder auch von diesen ganzen alten. Das sind das deutsche Spiele, diese ganzen älteren Euro-like-Board-Games. Und ein Freund von uns hat Puerto Rico, spielt das sehr gerne. Ein Freund von uns hat Orléans, spielt das sehr gerne. Die machen auch beide Sachen relativ gut. Puerto Rico, das mit dieser Kart-Aktionsmechanik, und Orléans, das mit diesem Backbuilding. Das sind ja Ja. beides so Sachen, ich glaube, die haben die auch erfunden. Ich spiele das mal mit, hab dann auch einmal im Jahr Spaß dran, aber dann muss ich die auch ein Jahr lang nicht mehr sehen, weil die sind mittlerweile
Orléans noch weniger, aber Puerto Rico ist auf jeden Fall veraltet. Puerto Rico haben wir auch eine Zeit lang auch richtig oft gespielt. Das ist dann auch, also es hat nette Mechaniken, aber ja, würde ich auch sagen. Einmal im Jahr ist es okay, aber sonst wird es einfach zu. Ja, ich habe auch immer das Gefühl bei Puerto Rico zum Beispiel, dass ich immer dasselbe spiele. Ja, 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 das ist immer. Das ist bei Puerto Rico so, das ist bei Orléans eigentlich auch so. Und ja, also Orléans finde ich noch ein bisschen variantenreicher dadurch, dass man halt auch mal auf verschiedene Discs gehen kann. Aber im Großen und Ganzen geht es am Ende trotzdem immer nur. Man nimmt halt das, wo man am schnellsten Punkte kriegt, dass man halt wirklich am Ende über diese Siegpunkte gewinnt. Orléans macht mir von beiden Spielen mehr Spaß. Aber wie gesagt, einmal und dann brauche ich auch erstmal wieder eine Weile Zeit, damit sich mein German Euro Herz wieder aufladen kann, um das nochmal zu genießen. Aber ich bräuchte es auch nicht in der Sammlung jetzt. Ja, hast ja mal wieder ordentlich losgecheatert. Dann hast du gleich zwei Feinde gemacht. Ja. Das nächste, da werde ich mir dich zum Feind machen. Huhu. Es ist ein cooles Spiel. Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man spielt. Es ist aber für mich einmal im Jahr richtig cool. Und letztes Jahr haben wir es dreimal gespielt. Basti war absolut happy darüber. Ja, noch mehr. Und es ist Battlestar Galactica. Noch mehr spielen. Jeden Monat. Und jede Woche. Es ist ich glaube, das Lieblingsspiel von Basti. Es ist super thematisch und es macht auch immer wieder Spaß. Wir haben uns auch aus den ganzen Erweiterungen so unsere Version zusammengebaut, die halt für uns perfekt ist mit so ein paar Modulen. Da wird halt immer gezockt. Aber so dann, wie gesagt, dreimal im Jahr ist, glaube ich, bis jetzt unser meistgespieltes, außer als es damals rausgekommen ist, als man es damals auf der Messe gekauft hat. Da hatte man ja nichts, da hat man das auch öfters gespielt, da hatte man aber auch nichts anderes. Ja. Und jetzt so in der Zeit muss man schon sagen, so, ja, einmal reicht. Es ist halt auch schon ein bisschen älter. Dadurch, dass wir es halt sehr oft gespielt haben und es eins von meinen absoluten Lieblingsspielen ist, bin ich da halt in den Mechaniken sehr gut drin, kann das Spiel also gut vorantreiben. Ja. Es wird also nicht viel Regeln nachgelesen. Es geht halt wirklich immer nur über die Geschichte und es geht halt immer voran, immer voran, immer voran. Wir sind in doch so eine Battlestar-Runde, dauert bei uns keine 3 Stunden. Ja, 2,5 würde ich sagen. Ja, also mit unseren Expansions, die wir halt spielen und dann ist es aber auch immer ein großer Fehls. Wir haben halt auch schon sehr, sehr viele lustige Erlebnisse damit gehabt. Ich kann das bei Sarah auch verstehen. Sarah ist eh nicht der größte Koop-Fan. Aber ja, es ist schon, ich könnte es öfter spielen, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel da, also ich verstehe es, aber bei mir wäre es eher so, ich muss es nicht öfters als einmal im Monat spielen. Ja, das wäre definitiv zu viel. Ich glaube, so viel Fleisch hat dann das Spiel nicht. Ein bisschen übertrieben, vielleicht alle 3 oder so. Aber ich mag es auf jeden Fall um einiges lieber als Sarah, aber ich verstehe auch, dass man es gerade da ja auch nichts Neues mehr dafür rauskommt und wir unser festes Spiel zusammengebaut haben aus den ganzen Expansions, ändert sich da halt auch nicht mehr viel. Es kommt nicht mehr viel dazu. Halt aus dem Spiel heraus. Ja, das ist halt ganz cool, wenn man halt neue Spieler hat. Ja. Weil jeder Spieler spielt das Spiel halt komplett anders und verhält sich ganz anders. Dadurch kommt halt das Interesse. Aber wie gesagt, das reicht mir auch einmal im Jahr. Das muss jetzt nicht mehr fast sein. Kann ich gut verstehen. Wir sind heute so verständnisvoll. Ja, schrecklich. Schon widerlich. Schrecklich. Ja. Wir hassen uns doch eigentlich. Eigentlich schon. Wenn die Kamera aus ist, dann wohne ich auch woanders. Wir sind eigentlich, ich bin eigentlich nur ein Schauspieler. Wir sind hier angekettet unterm Tisch. Wir können einfach nicht weg. Ja. So, habe ich nicht gesagt in dem Video, ich muss unter meine. Nee, es war ein anderes Video. Die Videos fließen so zusammen. Timey-wimey stuff. Mein nächstes Spiel spielen wir maximal einmal im Jahr. Und maximal einmal im Jahr reicht auch. Aber auch nur an diesem einen Tag. Und zwar an Halloween. Mysterium? Nein, Berge des Wahnsinns. Ach so, ja. Wieder ein Koop-Spiel. Auch so ein Ding, was wir uns auf irgendeiner Messe gekauft haben, ist nicht viel dran. Es ist, wir sagen immer, es ist das Party-Game für Kennerspieler. Ja. Ne, wenn so die richtigen Experten und Kennerleute mal ein Partyspiel spielen wollen, dann ist halt genau das Richtige. Und es ist auch von der Thematik ein bisschen komisch, wenn man denkt, so, es ist halt so ein super ernstes Cthulhu-Game. Ist es auch, man braucht auch Taktik dafür, aber man passiert halt einfach was, dass sich einer die ganze Zeit am Tisch im Kreis dreht und irgendwie schreite, auf gutes Klingen, auf gutes Klingen, auf gutes Klingen und so. Also. Oder in der Ecke steht und die ganze Zeit summen muss. Oder irgendwas. Unterm Tisch halt. Also es ist auch so ein Spiel, wo man sich halt auch so ein bisschen zum Horst machen muss, wenn man das so sagen darf. Wo aber auch genug Spiel drin ist, dass man so ein bisschen taktieren kann. Es wird nach hinten raus auch relativ komplett, nicht komplett, es wird schwer. Also es ist kein einfach zu gewinnendes Spiel, aber es ist so ein Spiel, was bei uns niemals auf den Tisch kommen würde, wenn nicht an einer Halloween-Feier. Also wir machen das ganz gerne mal zu Halloween, dass wir hier auch so ein bisschen dekorieren und dass wir dann halt auch vielleicht Leute einladen, alle ein bisschen im Kostüm und dann spielt man halt mal so eine Runde Berge des Wahnsinns und das macht dann auch wirklich viel Spaß. Ich könnte mich allerdings nicht entsinnen, dass wir das jemals, was ich im Sommer rausholen würden oder irgendwie oder
Ja, wie gesagt, da braucht man halt auch wieder die bestimmte Gruppe, halt diese kennrigen Expertenspieler, die aber auch keine Angst haben, sich mal ein bisschen zum Horst zu machen. Wenn Ja. die Karte dann sagt, du sitzt halt unterm Tisch und dann kommt immer nur so die Hand raus und greift irgendwelche Karten. Und ja, braucht halt die entsprechende Gruppe, aber ist dann halt auch, man hat dann gelacht und dann ist aber auch wieder gut. Ja, dann wird es wieder weggepackt und zum nächsten Halloween wieder rausgepackt. Dieses Jahr haben wir zu Halloween keine Feier gemacht. Das heißt, wir haben jetzt schon über ein Jahr nicht Berge des Wahnsinns gespielt. Ich überlege gerade, ich wollte gerade sagen, dass die Messe dieses Jahr doof lag, aber lag sie gar nicht. Ich weiß Nee, gar nicht, woran es wir haben gelegen einfach hat. nichts gemacht. Ich glaube, keiner hatte Zeit, keiner wollte mit uns spielen. Ich glaube, wir mussten noch unsere Messetitel abzocken. Deswegen haben wir nicht Halloween gezockt, sondern normal Diese gezockt. schrecklichen Messetitel. Furchtbar. Der nächste. Ich mache mir Basti Walter zum Feind. Es ist ein relativ alter Titel, man merkt es ihm auch an. Aber wir haben es halt auch gebaut, dass es halt relativ cool ist. Die Expansion ist noch seltener als das Base Game. Und es ist Chaos in the Old Oh, jetzt hast World. du. Oh. Scheidung. Hallo? Gleich beantragen, hast doch immer schon bereit, kannst du gleich Ja, losschicken. kurz mal. Ja, es ist halt das erste von Eric M. Lang, bevor er noch seine Trilogie gemacht Blood hat: Rage. Rising Sun und Ankh. Und es spielt sich schon ganz cool. Man sind so kleine Chaosgötter und das wirklich noch Kleine. klein. Ja, okay, Wenn die so Minis ein sind klein. Kickstarter wären das wahrscheinlich so welche Ja, Figuren, die wahrscheinlich darüber so laufen. Cthulhu Wars Es mäßig. ist halt auch so grenzwertig unübersichtlich teilweise, so Ja, die ein Map bisschen ist ein mit den bisschen übersichtlich, ja. Verbindungen und so. Wir haben die Decks von der gehörnten Ratte mit da drin. Wenn ihr die gehörnte Ratte bekommt, unbedingt mit den neuen Decks spielen. Ihr müsst nicht die gehörnte Ratte mit reinnehmen, um mit den neuen Decks zu spielen, weil Ja. die balanced nämlich Sachen. Das denken nämlich ganz viele, dass man nur mit den neuen Decks spielt, wenn man die gehörnte Nein. Ratte dabei hat. Aber nein, tauscht auf jeden Fall die Decks aus, weil das sind die gebalanceden Und Decks man für das mischt die Decks Spiel. auch nicht aus dem Grundspiel mit der gehörten Ratte. Man Genau. nimmt eins oder das andere. Ja, und das sind halt einfach schon die besseren Karten. Also den Kartensatz einfach ersetzen, wenn er rankommt. Und ja, es ist auch immer wieder lustig. Mit neuen Spielern ist es immer so ein bisschen ungewöhnlich, weil man muss dann erstmal sagen, Korn wird das gewinnen, wenn wir nicht alle zusammen gegen Korn spielen und dann halt der sich dann noch so Eine der durchwuselt Fraktionen halt. ist halt der Blutgott, der will halt kämpfen. Und das Und ist das halt geht ein super Boots-on-a-Map-Spiel, leicht. wo halt gekämpft wird. Und wenn du deine Siegesfunktion ist, du musst kämpfen und es wird überall gekämpft, dann hast du natürlich immer ein leichtes Spiel. Deswegen muss am Anfang des Spiels müssen die Spieler erstmal eingenordet werden. Der darf nicht gewinnen, wir müssen dagegen halten. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade, dass das halt so vorprogrammiert ist, dass man halt das den Leuten sagen muss, weil Ja. sonst kann das Spiel schnell vorbei sein. Dann hat Korn relativ leichtes Spiel. Es gleicht sich dadurch auch relativ gut aus, wenn man dann Leute hat, die das so ein bisschen kennen oder das auch berücksichtigen, dass man halt ein bisschen vor Korn wegläuft und dann versucht, das über andere Sachen zu Ja. machen. Hat auch immer eine coole Table Presence, macht auch immer Spaß, aber nur einmal im Jahr, dadurch, dass ich halt finde, dass es schon sehr vorprogrammiert ist und sich die Fraktionen auch sehr gleich Ja, spielen. weil die Chaosgötter halt genau auf Genau. dieses Thema festgelegt sind. Das heißt, der Seuchengott will verseuchen, der Blutgott will töten, der Magiegott will halt alles ein bisschen verändern und der Lustgott, der will halt Alle verlustieren. wenn sie das sagt. Auf jeden Fall, ja, dadurch Also, spielt es sich schon immer relativ gleich, je nachdem, welche Karten man halt spielt. ja. Aber da gebe ich Sarah schon recht, ist eins von meinen Lieblingsspielen. Aber auch, ich muss auch sagen, so zweimal im Jahr würde mir, glaube ich, auch reichen, damit es sich nicht zu schnell abnutzt. Genau, also mit den Erweiterungsdecks gibt es dann auch nochmal Möglichkeiten, dass man auch auf zwei Varianten so ein bisschen gewinnen kann, weil zum Beispiel Korn kann mit den ersten Decks eigentlich nur bei Kämpfen gewinnen, beim Ja. zweiten hat er die Chance auch über das Rad zu gewinnen und das Kämpfen wird ein bisschen Ja, es gibt halt runtergeskaled. so Räder, die man vordreht, je Ja. nachdem, welche Dinge man macht, die halt dem eigenen Chaosgott halt irgendwie gefallen. Und dann kann man halt noch neue Fähigkeiten freischalten und sowas. Das ist auch eine ganz coole Mechanik auf Naja, jeden Fall. deswegen, Habe ich und so das noch nicht war bei gesehen. dem ersten Kartendeck halt, dass man gesagt hat, das Rad von Korn hätte auch weggelassen werden Ja. können. Nee, Nee, oder andersrum. Die die Siegpunktgleise Ja. hätte weggelassen werden können. Korn gewinnt eh nur über das Rad, das ist halt ein bisschen gebalanced worden, aber trotzdem habt ihr halt nur so 2 bis 1,5 Möglichkeiten, euren Chaosgott halt zu spielen. Und dann ist es halt dumm, Ja. dagegen zu spielen. Ja, Ne? Also das die stimmt schon. Taktik muss halt schon bleiben und deswegen ist es einmal im Jahr, ist es okay. Mehr Ja, nicht. sonst nützt es sich auch ab, das stimmt schon. Es ist halt auch schon wirklich ein bisschen älter, es ist ein bisschen sperriger. Es ist halt wirklich auch ein ganz simples Würfelkampfsystem, wo man halt wirklich einfach nur Würfel würfelt und die werden auch nicht großartig Ja, modifiziert. Da muss man halt auch ein bisschen mit halt leben können. explodierende Würfel mag ich tatsächlich nicht so. Aber ja, und wie gesagt, die Figuren sind halt fitzelig. Also was wird es heute einfach überhaupt nicht mehr geben? Das ist wie aus der Zeit gefallen. Wir haben jetzt letztes Wochenende Cthulhu Wars gespielt und
Das ist, ich glaube, in einer von diesen Figuren ist das Plastik drin, was bei Chaos in the Old World in den ganzen drin ist. Wenn Chaos in the Old World und Cthulhu Wars ein Kind haben würden und es einfach so normal groß wäre, so Blood Rage große Figuren, perfekt für beides. Ich würde es kaufen. Ich auch. Sehr gut. Mein letzter, richtig? Ja. Ja, ja, das ist, jetzt mache ich mir, glaube ich, dich zum Feind. Weil... Die Faust wärmt schon auf. Die Faust wärmt schon auf. Aber nur für das. Wir haben es aber auch schon länger nicht gespielt. Frage ich mich, woran das liegt. Keine Ahnung. Eins von Sarahs... Nee, ich weiß nicht, Lieblingsspiel, aber sie spielt es sehr gerne. Abyss. Ja, spiele ich es tatsächlich sehr gerne. Ja. Ja, dem würde ich zustimmen einmal im Jahr. Hat auch wieder das Problem, dass wir einen Spieler kennen, der das... ein- und auswendig kennt, dann wird es auch ein bisschen semi tatsächlich, wenn man genau die Chaos-Götter, wollte ich schon sagen, die Unterwasser-Lords und so kennt. Ja. Ist super hübsch. Ja, wir haben dafür alles. Also ich habe auch die beiden Erweiterungen schon damals. Es war ja letztens ein Kickstarter, wenn man das alles haben möchte. Hat ein paar richtig coole Mechaniken. Halt immer dieses Push-Your-Luck und du tauschst Karten gegen Karten gegen Karten. Ne? Es ist halt ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die ausliegen, die dann auch so durchcyceln und ja, du kannst dann die Lords, die haben Sonderfähigkeiten, dann kannst du noch ein Land drüber decken, das hat eine Sonderfähigkeit, aber dann verlierst du auch wieder Sonderfähigkeiten und das macht es teilweise so ein bisschen, dass man die Leute da so ein bisschen ranführen muss. Jetzt mit den Erweiterungen hat man dann halt auch noch so Joker-Karten und man kann auch noch gegen einen Monster kämpfen, was sonst in der normalen Edition rausgenommen ist, macht dann aber auch ein rundes Teil, aber würde ich auch sagen, einmal im Jahr ist das völlig in Ordnung. Ja, einmal im Jahr ist es okay. Es ist auch nicht das komplizierteste Spiel zu erklären. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt noch einmal über die Anleitung gucken würden, würden wir das auch sofort wieder erklären können. Ja. Obwohl wir es jetzt auch bestimmt schon seit 2 Jahren nicht gespielt haben. Aber dann ist auch gut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, die Mechaniken, die ballern so krass, dass ich das jetzt irgendwie jede Woche beim Brettspielabend spielen muss. Dann wird es dann, glaube ich, doch immer sehr ähnlich, wenn ich denen immer die gleichen Leute kaufe. Und auch der Spielablauf mit dem Ressourcen nehmen, Ressourcen abspielen, ist dann irgendwie so ein bisschen... Ich würde auch sagen... Wir sind heute einfach zu freundlich zueinander. Das geht furchtbar, furchtbar. Wir müssen uns gleich, wenn die Kamera aus ist, noch schlagen. Auf jeden Fall. Dann kann ich auch schon zu meinem letzten Pick kommen. Das haben wir letztens lustigerweise schon in einem Video gehabt. Kommt auch selten raus. Man muss auch ein bisschen Bock dazu haben. Und das muss man wahrscheinlich auch mit der Erweiterung spielen. Das ist kein kurzes Spiel. Es ist Champions of Midgard. Ha, witzig, ja. Und ja, richtig cooles Worker-Placement-Game, wo man einmal Worker hat und einen mal so Dice-Warrior, die man dann gegen die Monster schmeißen kann. Und man würfelt halt und hofft dann halt, dass man auch Kampfsymbole hat und nicht nur lauter Blades. Der Speermann hat dann halt Speere auf seinem Würfel, verschieden viele. Oder der Axtmann hat Äxte. Jetzt dürft ihr überlegen, was der Schwertmann hat. Ob er ein Schwerter hat? Oh, aber Schilde. Ja, und richtig cooles Teil. Sollte man mit Valhalla spielen. Ich fand es auch vorher auch spielbar. Da musste man nur, da konnte man mehr Pech haben. Ja. Wenn man da rüber geschippert ist zum Monster und man hat scheiße gewürfelt, dann war halt einfach vorbei. Ja. Und jetzt kann man halt mit den Kriegern, die gehen dann nach Valhalla und dann kann man noch Sachen umtauschen. Das heißt, man kriegt trotzdem von den gestorbenen Leuten. Ist dadurch ein bisschen fairer für Spieler, die vielleicht beim ersten Angriff, ist ja immer so, wenn du den ersten Angriff gut schaffst und dann auch die Ressourcen wieder kriegst, dann bleibst du halt im Spieler. Wenn du vielleicht gerade deine Würfel hast und die würfelst nur schlecht und du kriegst nichts mehr dafür. Ja, das war halt ohne sein, die Expansion. Du halt schon raus bist, dann bist du im Grunde raus und dümpelst halt hinterher. Das vor macht allem für Leute, die halt mehr ihr Luck pushen als andere. Sarah war immer so Planungssache auf Sicherheit gehen. Planungssache. Und dann gab es da Leute, die dann rumgesalzt haben, weil sie dann alles verloren haben für nichts halt praktisch, weil es dann ja, und das macht halt dann, da ebnet halt die Valhalla-Erweiterung so ein bisschen das Spielfeld. Ist ein richtig cooles Spiel, wie gesagt, auch so dieses Ressourcen sammeln auf der einen Seite und dann halt die Monster bekämpfen auf der anderen Seite, wo man halt Punkte drüber kriegt und so. Ja, ist ein cooles Ding, also von den Arbeiter-Einsatzspielen, die wir haben, auf jeden Fall eins, glaube ich, auch vielleicht mit der thematischsten, auch vom Artwork her, eigentlich relativ stark. Ja. Also ich fühle mich schon so wie so ein Wikinger, der dann übers Wasser schippert und dann irgendwie noch essen muss. Du darfst dich fühlen, wie du möchtest, als essender Wikinger auf jeden Fall. Wie heißt der Faxe? Hallo Faxe. ja, aber es ist halt auch so, ich würde das nicht... Der ist ein Geiger. Ich würde das nicht... zwei, dreimal spielen wollen. Das eine Mal ist schon gut. Und dann hat sich halt auch wieder so, es juckt so diesen einen
Also es kratzt so diesen, das eine Jucken, was man hat, und da ist es halt auch wieder in Ordnung. Dann kannst du auch wieder schlafen gehen. Der Vorteil, den es halt hat gegenüber anderen Arbeitereinsatzspielen, ist halt wirklich diese Krieger, die man in Würfelform hat. Das haben halt, so kenne ich kein anderes Spiel, was wir haben, dass das hat, wo man dann halt, normalerweise kauft man sich dann irgendwelche Kampfpunkte oder was auch immer, und hier hat man halt wirklich diese Würfel und die machen halt auch aktiv für einen was, wenn man die dann würfelt gegen das Monster, und das ist halt schon cool. Ja. Ist halt nochmal so eine Layer drüber. Es hat halt für New Game noch relativ viel Zufall, auch mit Valhalla. Ja. Weil man natürlich auch so, man muss so über das Meer schippern, und da kann auch ein Event sein. Es kann sein, dass Basti immer nur hat, nichts passiert. Ruhige See. Und bei Sarah kommt dann die ganze Zeit die Seeschlange und frisst halt 3 von den 4 Warriors weg, und dann ist es halt gelaufen, mehr oder weniger. Deswegen, Valhalla, wie gesagt, hat das schon so ein bisschen gefixt, dass das dann mit dem Würfel nicht noch kommt, aber es gibt trotzdem noch so Elemente, die halt random sind. Es gibt noch eine zweite Erweiterung, die haben wir auch, die nutzen wir nie. Ja, das ist diese Mountain-Berg-Erweiterung, wo es dann nochmal größere Trolle gibt oder so, die man hocken kann, aber hocken. Was wollte ich mit hocken sagen? Man hockt die Trolle. man hackt sie so lange, bis sie einfach weggehen. Oh, Troll. Troll. Das war. Ich habe noch einen Runner-Up. Ja, Runner-Up? Ich habe keinen Runner-Up. Kein Runner-Up? Nein. Okay, dann habe ich auch keinen Runner-Up. Du kannst ja einen Runner-Up machen. Okay, ich darf einen Runner-Up machen, ja. Sprich, du hast ja schon eins reingecheatet, dann kannst du jetzt auch noch eins reingecheaten. Das heißt, ich habe bestimmt irgendwie 8 oder 9 Spiele. Ja. Irgendwie muss ich ja auf meine Spiele kommen. Mein Runner-Up, was ich auch so einmal pro Jahr spielen kann und eigentlich auch nur, weil ich auf Sortieren stehe, ist Ex Libris. Ja. Das Bücher-Sortier-Fantasy-Spiel, wo die Aktionsfelder so fitzeligen Texte haben, dass mir das jedes Mal das Spiel vermiest. Aber das Sortieren der Zauberbücher nach bestimmten Regeln, das die dann am Ende Punkte bringen, das macht richtig Spaß. Ja, das macht richtig Spaß. Ja, es ist halt. Ich meine nicht, dass wir gerne Bücher sortieren würden. Es ist halt so ein bisschen kaputt, weil, wie Basti schon gesagt hat, diese Felder, die rauskommen, die auch immer durchcyclen, ist eigentlich richtig cool gemacht mit Worker Placement, aber es ist halt so kleine Schrift. Vor farbigen Bildern. Das heißt, man hat so farbige Fantasy-Bilder und davor ist dann so winziger Fizzeltext. Das ist so dumm gewesen. Und was macht das nochmal? Wir haben auch schon Spielerhilfen ausgedruckt, dass das jeder so ein bisschen bei sich selber hat und ein bisschen gucken kann. Aber ja, das bremst da schon ein bisschen ein, dafür, dass es halt mehrfach rauskommt, dieser kleine Punkt, dass es dann doch irgendwie mal ist, so was war, wie viele Karten ziehe ich bei dem Spot nochmal? Was das? Und dann erneut sich das auch jede Runde, was auch cool ist. Da muss man aber trotzdem jede Runde wieder neu erklären. Ja. Dann hat man vielleicht schon wieder vergessen, was das und dieses und jenes. Und ärgert sich dann vielleicht, wenn man dann das eine Feld nicht gesehen hat, weil der Text einfach so fisselig war. Aber freut sich dann halt auch wieder, wenn man diese Bücher dann in die genau richtige Reihenfolge bringt und am Ende Punkte kriegt. Das finde ich halt auch wirklich spaßig. Ich mag das so sehr, das Sortieren. Ich bin, glaube ich, die es hier am meisten mag noch. Aber ja, ich mag auch Sachen sortieren und einfach ordentlich machen und sonst was. Wäre lustig, wenn man da auch noch verschiedene Möglichkeiten hätte, das zu sortieren, weil da gibt es ja nur für, für alphabetisch. Und für eine bestimmte Farbe, glaube ich. Ja gut, das ist ja jedes Mal anders. Ja. Hat eins der coolsten Scrolling Boards, wo alles nacheinander abgefragt wird und auch zum Abwischen. Ich glaube, es war auch eins der ersten Spiele mit diesem abwischbaren Scoring Sheet. Ja, ja. Das sollten eigentlich fast alle Spiele machen, anstatt so einen blöden Block da immer beizulegen, der vielleicht auch nur einseitig bedruckt ist. Legt doch einfach so ein abwischbares Brett dazu. Und es geht auch alles, das hält ewig. Alles wunderbar durch. Es wird alles Stückchen für Stückchen abgefragt und es ist dann auch genau notiert, was man irgendwo abziehen muss und so. Einer managt das immer. Super cooles Teil. Also ja, würde ich auch gerne mehrfach spielen. Würde ich auch gar nicht traurig finden, wenn da mal eine Erweiterung rauskommt, die es vielleicht fixt. Ja. Ja. Das Problem ist halt nur, dass der Verlag, der hat so ein Spin-off davon rausgebracht. Das war Hilstern Athenum. Ist aber wohl auch nicht so gut angekommen. Ja, schade. Also das ist auch wirklich diese eine Sache, die mir das Spiel halt immer vergeigt. Und jedes Mal, wenn ich überlege, das könnten wir mal wieder spielen, denke ich so, dieser Fitzeltext. Und dann muss man das jedes Mal wieder neu erklären. Aber ich würde gerne Bücher sortieren. Dann spielt man doch wieder was anderes. Aber so einmal pro Jahr würde ich mich auch mit dem Fitzeltext abgeben. Und dann ist das halt auch ein cooles Ding. Hat auch richtig coole Miepel, hat auch richtig coole Sonderfähigkeiten. Ja. Also ist schon ein richtig cooles Teil. Auch die Punts, die auf den Bücherrücken drauf sind, wenn es das Englische ist, gibt es auch in Deutsch. Aber da soll das auch lustig sein, wenn man die Zeit hat, das zu lesen beim Sortieren zwischendurch. Ja, richtig, richtig cooles Teil. Würde ich sogar, das ist, glaube ich, das Einzige, was du auf der Liste hast, das ich mehrfach im Jahr spielen wollen würde. Lass es. Welche Spiele findet ihr richtig gut, aber wollt ihr auch nur einmal im Jahr spielen? Oder vielleicht möchtet ihr einmal im Jahr spielen? Sind wir ja auch schon drauf gekommen, dass man wenigstens das einmal im Jahr auf den Tisch bringen würde gerne. Wie so ein Twilight Imperium. Und was sind da bei euch so die Gründe? Und schreibt es gerne in die Kommentare. Wo liegen wir falsch? Das wollen wir natürlich auch immer hören. Wo liegt vor allem ich immer falsch? Wer möchte jeden Tag Twilight Imperium spielen? Immer wenn man von Arbeit kommt, erstmal eine Runde TI aufgebaut. Und, wie, auf Arbeit spielt man das doch auch. Ja, stimmt.
Stimmt. Hallo? Ja, passt schon. Und im Auto. Immer. Auf der Rückbank so. Immer und überall. ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst oder halt einen Kommentar oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns bei der nächsten Liste. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.